das immer in echt machen und das dabei in die Hosen fallen. Oh ja, aber sowas von. Der scheißt sich ja schon in die Hosen, wenn wir mit dem Ghostwatcher spielen. Ich halte dich auch hier in die Hosen. Horror-Games sind nichts für mich. Und jetzt spiele ich auch noch in Silence. Ja, toll. Ja, du weißt auch, dass Horror-Games für mich auch genauso gut was sind, ne? So. In Okay, Silence. als Insilenzer, das ist In dein Image. Silence, ja. Pestilenzer kenne ich bloß. Erstmal Audio einstellen. Ja, stimmt, da müssen wir uns ja hier bleiben muten. Wissen wir das? Ja. Fürs Spielerlebnis ist es wirklich besser, wenn wir in-game nur hören. Weil wenn einer von uns das Monster ist, ist es schöner, wenn er wirklich nur auf seinen Sound hört. Oder das? Ja. Und weil man ja auch in-game ruhig sein muss dann, ne? Dann können wir sich die Survivor auch absprechen, vernünftig. Ja. Klar. Was? Ein Rechner. Wieso? Dann Oh. nimm mal den Kopfhörer ab, den rechten. Der klar. Oh, geil. Multiplayer. Erstellen Sie eine Lobby. Ich bin schon dabei, Jesse. Okay. Bin schon dabei. Oh, geil. Die Übersetzung, die deutsche, finde ich geil. Warum? Wenn du Änderungen vornimmst und die bestätigen willst, sich bewerben. Anstelle bestätigen. So, Name ist Wolfsbande und das Passwort kann ich ja ganz einfach in Admins Schrank Kannst du bei schicken. Mods reinschreiben? Ja, ich guck gerade, wo Shit. ist da Admins. So, so. So. Ist. Ach so. Fragt mich nicht Hallo. warum. Es ist so. Ich sollte vielleicht noch etwas tun, bevor ich hier. Ah, wartet, ich kann euch auch, glaube ich, einladen. Ah Ja, ja, Moment. Knochen. Och, jetzt brauche ich ja noch einen Stream-Titel. Ja, brauche ich Ja, auch ich gleich. bin gerade auch hier am Einstellen. Ja, einladen kann ich euch ja schon Ach so, mal. jetzt. Ha. Gut, Start. Und da ist Black Lady, so. Ja. Ah, Alte Frau ist Daniel ist gewesen. schon da. Warum hat ein Arcani keinen Sound? Das frage ich mich auch gerade. Ich will auch Daniel gerade nicht reden, aber ich gucke gerade nach Optionen. Weiß nicht, ich trage auch hingeben nichts. Ich drücke aber immer nur die Taste. Okay. Nee, müsste eigentlich alles, wupp. Ich könnte es ja mal testen, hört mich jemand so? Ja. Ich nicht. Guck mal, was du Mir für hast du ein. gerade den Skin geändert. Du Hast da gerade die unten. ganze Zeit durchgewechselt. Du hast da unten Pfeiltasten. Ah, immer auf, Und so. da. Will dick und fett sein, weil der wird immer als erstes erwischt. Ach nee, Ah! ich bin der Kodenjäger, der stirbt als erstes, stimmt. Ich weiß, woran es liegt. Ausgabegerät und Eingabe hat er verwechselt. So. Dann bei Splatter wahrscheinlich auch, weil Splatter hat auch null Sound. Ja, jetzt höre ich dich. So, jetzt hört ihr mich, weil ich ja mit Push-to-Talk mache. Ja, ich habe keinen Push-to-Talk dran. Ich bin auch mal der dicke Typ, der ist lustig. Ja, weil musste ich gerade mein Dings ändern, der hat nämlich über das Mikrofon von der Kamera als erstes aktiviert. Wo habt ihr den Skin geändert? Du hast unten Pfeiltasten. Unten an der Füße hast du Pfeiltasten, Ach rechts und da! links sieht man schlecht.
Dicht, dicht. Alle hören mich gut. Wenn der Quotenjäger der zuerst stirbt. Achso, Macht man sich hier ready? Bitte was? Wie macht man sich hier ready? Auf bereit. Ja, ich guck gerade nur, wie ich das einstellen kann, dass es, Das? Weil, so wie es aussieht, ist Daniel oder Jesse jetzt böse, richtig? Nee, bei mir ist es Blätter gewesen jetzt. Dann kannst du ja selber auswählen, den du raufklickst. Ja, kannst du ja auch da oben draufklicken. Fangen wir... Ob du gut oder böse sein möchtest. Gut, das ist jetzt böse. Wer soll anfangen? Nein, wir können ja auch zur Not... Ich mach's als erstes, da könnt ihr euch erstmal so angucken, ich wie es läuft. Ich kenn es. Ja, ich aber nicht. Madame zum Beispiel kennt's gar nicht. Ja, dann kannst du ihr besser erklären wahrscheinlich, oder? Ich hab das Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich auch. Ist so laut. Ist so laut. Kollege. So. Ich werde. Dann mach ich mich halt gelb, weiß. Gut. Ich glaube, du bist immer auf 1000. So. So. Ah, okay. Es geht erst los, wenn alle bereit sind. Das ist gut zu wissen. Ich muss auch gerade den Stream-Titel und so ändern, sehe ich gerade. Ups. Ziemlich leise. Ja, sehr leise. Was habt ihr für einen Streamtitel genommen? Ja. Was habt ihr für einen Streamtitel genommen? Weiß ich gar nicht mehr. Sag doch mal kurz was. Mal sehen, wie oft wir getötet werden. Freunde jagen. Ja, gar nicht. Und. Werden. Sag mal ganz kurz was. Hallo, hallo, hallo. Was? Hallöchen, mein Pöchen. Gut, passt. Ich hatte meinen Sound nur gemutet. Einmal mit Profis. Also nicht mit dir. Nie mit uns, oder nicht? Ja, stimmt auch wieder. So, es sind alle bereit, ich starte, ne? Ja, Abfahrt. Nein! Stirb nicht! Ich werde euch finden. Und dann werde ich euch fressen. Tötet die Überlebenden. Ach du Scheiße. Boah. Man sieht ja echt gar nichts. Man sieht echt gar nichts. Wo seid ihr? Hallo? Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Stefan, mal zurück, hat schon gehört. Also wie gesagt, je lauter du läufst oder wenn du redest, das wird dann der Killer quasi, also das Monster. Zum Beispiel das hinter dir.
Hallo Steff. Hi! Ich sehe euch echt. Hey, ich sehe euch echt schlecht, ne? Ja, kann ich mir vorstellen, so wie du aussiehst. Du solltest dich mal auf den Rücken rasieren. Einem hängt ihm die Zunge unten raus. Ja, fein kannst du springen. Spring. Ich kann nicht widerstehen. Wie gesagt, du hast ja unten eine Anzeige mit Energie, was wir machen. Aber das war Flashlight. Was man machen kann und wie viele Geräusche du produzierst. Siehst ja, wenn du nicht redest oder wenn jemand aus deiner Nähe rennt. Dann ist es anzeigen. Ist der Spinn cool? So, und wenn du dich bewegst, passiert dasselbe. Die Anzeige geht hoch. Ja. Okay. Und so krieg ich. Laufen oder sowas sieht der Killer. Der Killer quasi aus wie so ein Wassertropfen, glaube ich, oder? Ist eher so ein roter Bam. Bam. Okay. Früher war es wohl wie so ein Wassertropfen. Ja. Also man kriegt die ganze gesagt, Zeit um sich rum. Das an der Stelle. In bestimmten Abständen, glaube ich. Und dann kann er halt dahin, wenn du natürlich in der Zeit schon woanders bist oder dich gut versteckst. Vogelscheuche und sowas einsetzen. Wieso steht ihr hier? Boah, hab ich mich verjagt? Sorry, Jesse, das wollte ich nicht. Hä? Wie könnte man jetzt nochmal so eine Puppe aufsetzen? Musste die im Inventar? Boah, ey, ich hab mich so verjagt, ey. Ich renn einfach, ne? Auf einmal steht da Jesse. Was versuchst du zu machen? Ich hab Steine geworfen. Oh. Au! Eine Mauer. Boah.
Aua, was war das? Du bist da wo reingelaufen. Ja, aua! Ich sehe dich ganz schwach vor mir! Oh Mann. Wetten wir mal schnell die Runde, damit Jesse das nochmal lernen kann. Bitte lass mal beenden, damit Jesse nochmal weitermachen kann, nochmal alles. Ich hasse es, ich sehe halt rein gar nichts. Ich weiß, dass du bei mir bist. Ich such grad die Scheiß-Taste, wo man immer Steine drückt. Lass mal das beenden, damit Jesse das nochmal besser lernt. Ich hab's aus Versehen gerade erwischt. Hörst du auf, mich zu blenden? Oh Mann. Sorry, Jesse. Nie wieder erschreckst du mich so. Du hast mich also, auch erschreckt. Uns unterhalten, damit ich dir ein bisschen was erklärt kann. Ich hab mich erschrocken. Auf einmal steht die da. Ich stand die ganze Zeit da. Ihr seid doch gelaufen, oder nicht? Nein, wir standen Nein, an den wir standen da. Wow, man verliert so schnell die Orientierung. Ich wollte eigentlich noch erklären, was das teilweise mit dem Zeug auszuschauen. Weil du findest ja auf der Karte verschiedenste Gegenstände. Ja. Wie zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel kurz hatte, das mit dem Tarnanzug, dass du quasi ein Blätterkleid hast. Kannst du schon im Gebüschen verstecken, sie wirst du nicht mehr so gesehen. So. Ihr könnt das gerne in Ruhe erklären. Ich gebe mir gleich nochmal eine rauchen, dann könnt ihr das in Ruhe erklären. So. Ihr könnt das gleich erklären. Ich bin mir gleich nochmal eine rauchen. Bitte? Bist du da? Bitte? Bist du da? Warte. Ich habe jetzt mal einfach zum Spaß kurz die ganze Zeit angemacht, damit ich nicht Steine stocken muss. Siehst ja aber, wie intensiv es trotzdem ist. Es ist
es bei dir machen? Ich vergesse gerne zu drücken. Das kenne ich, tue ich auch gerne. Ich rede da mit euch, sag, oh nein, Jesse, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann fällt mir auf, Moment. Du sollst auch. Gut. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal an. Und ja, probiere ich auch mal so. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel nicht beieinander unterwegs sind, passiert was? Ja. Das ist, was Blätter gegenüber, der, zum Beispiel Steff ist neben mir, ja, auf einmal geht mein Mikro an, er weiß, wo ich bin. Ja, das ist ja jetzt erstmal für die ersten paar Runden, dass ich das überhaupt erstmal verstehe. Ja, das kann definitiv passieren. Ja, wie deswegen gesagt, das muss man jetzt erstmal verstehe. Also ganz habe ich den Sinn des Spiels jetzt nicht verstanden. Ihr müsst ja, Sachen sammeln, entkommen. Bevor ich dir richtig erklären konnte. Entschuldigung! Ich muss gerade erstmal meinen Stream umstellen. Oh, dann kannst du gleich, ich geh nur eine rauchen! Danke, bis gleich!
Au. Da ist eine Wand. Sind Sie da immer noch am Erklären? Stimmt. Hi. Hier habe ich schon einiges eher gehört. Bist nicht Ist echt. schön. Bleib mal stehen. Jetzt hat die Augen ja wirklich zugenäht quasi. Ja. Hast du Jesse alles erklärt? Nee, noch nicht ganz. Wo ist sie jetzt hin? Da habe ich jede Menge Geräusche aus der Richtung. Moment. Ich konnte doch gerade hier. Hä? Wer oder was ist das? Vogelscheuche! Ich sehe da nichts! Au! Inwiefern siehst du mich jetzt? Gar nicht! Oh, hier, jetzt habe ich den Namen auf. Ich sehe dich echt gar nicht. Wenn dein Name nicht aufleuchten würde, würde ich dich nicht sehen. Was? Nein, ich habe mich jetzt gerade vor dich gestellt. Okay. Weißt du, wo ich eben war? Ich weiß nur, dass ich dich irgendwie hätte fangen können, aber ich wusste nicht, wo du warst, ne? Neben diesen Holzballen. Ah. Oder Strohballen oder was auch immer das da ist. Das hier war auf jeden Fall das Blätterschein. Ja? Ja, das Haus ist durchsucht. Jetzt genau auf der anderen Seite. Ich wollte auch das Feuerwerk sehen. Wo war das? Hier vorne. Irgendwie an der Scheune ging es los. Boah, man kann einen so schnell abschütteln. Da ist was. Da war was. Schon wieder Minuten, beeil dich. Entdecke doch wohl! Moment.
schauen wir mal, wo die beiden sind. Ich hab keine Ahnung. Ich krieg zu viele Infos einfach. Fahrzeug repariert. Ja, ich wusste noch nicht mal, wo das Fahrzeug ist. Hier vorne ist irgendwas. Schön, dass du durch mich durchgerannt bist. Genau, und jetzt könnten wir hier beitreten. Warte mal. Hey! War nicht nett! Das war nicht nett! Easy Game. Ja, Easy Game! Kann ich dazu mal was sagen? Ja. Warte mal, bis du Monster bist. 0, nada, niente. Willst du jetzt mal eine vernünftige Runde? Selbst wenn ich Licht anhabe, sehe ich nichts. Die sind nicht schlecht. Dann mach Gamma höher. Ey, man hat auch so wirklich ab Mitte des Games so viele Infos, wo was sein könnte. Ja, ich verstehe den Sinn halt noch nicht so ganz. Es ist wie DBD, das ist wie Bigfoot, das ist wie... Hast du nicht gesehen? Freitag der 13. Habe ich nie gespielt. Ich gehe jetzt ja, auf jeden Fall erstmal eine rauchen. Quasi quasi DC DVD-Prinzip. Muss bestimmte Aktionen ausführen, um rauszukommen. Mach mal Winterland, vielleicht sieht man im Winterland schon ein bisschen mehr. Ja, mach ich. So. Vielleicht ist es dann ein Ticken heller. Boah. Gut. So, warten wir, bis er wieder da ist. Echt hart, wie wenig man sieht. Mit der E-Fähigkeit sieht man halt dann für kurze Zeit ein bisschen was, aber boah. Ist auch lächerlich teilweise. Wollt ihr mal, ich mach Killer? Lass mal ruhig du erst noch eine Runde, danach kannst du Killer machen. Dann gehen wir rein rum. Ich glaube, den will keiner mehr. Ja. Ich lasse es tatsächlich so, weil es ist schön, dann kann ich euch fressen. Das Killer ist das ja was anderes. Stimmt. Ich hab schon einige gemerkt, wenn du unten bei Jesse der Lüfter anging. Selbst das kam bei mir hier drüben am Leibfrosch an. Splitter, wie geht's dir? Können wir jetzt spielen? Wir warten auf Jesse, dass er kurz vom Rauchen herkommt. Ist er da? Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe. Ich lasse das auch mal an jetzt.
Boah, ist das übel. Ich höre Schritte. Weißt du, wie übel das ist, wenn du hier nichts siehst? Ja, mach mich noch. Ich hab eben auch B getroffen. Interessant. Damit ihr das auch mal wisst, also hinter noch Vogelscheuche verstecken bringt euch nichts. Ich wollte eigentlich Vogelscheuche zerstören, aber sonst kriege ich Jackie zu fassen. Ich hab mich da nicht versteckt. Du warst direkt bei mir an der Vogelscheuche auf einmal. Ja, ich stand so 5 Meter dahinter. Boah, man sieht hier echt nichts. Wie kommt man denn hier rein, verdammte heilige Scheiße? Ne. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ich war doch gerade da drinne, hä? Boah, ist das eklig. Wo geht's denn hier hoch?
Geht's hier hoch? Ey, wo geht's denn da hoch? Das ist eine Wenn du keine scheiß Treppe findest, um diesen scheiß Fernseher oder was auch immer das ist auszumachen. Danke! Ich weiß echt nicht, wo es hier hochgeht. Ich sehe echt nichts. Das sieht aus, als wenn es hier hochgeht, aber hier geht's nicht hoch. Gott! Ich sehe halt nur Splatter die ganze Zeit. Oh, wieder da drinne.
Oh, es ist anstrengend. Vor allem dieses scheiß Geräusch nebenbei. Und man kriegt es einfach nicht aus, weil man nicht weiß, wo es ist. Und dann sind sie natürlich wieder ruhig. Jetzt bin ich wieder beim großen Gebäude, ne? Ja. Muss hier irgendwo sein. Wer auch immer es war. Ich sehe halt rein gar nichts, ne? Man sieht echt nichts. Das ist so. Ah. Was? Ich finde das Auto nicht mehr wieder. Oh. Das ist doch bestimmt wieder dieses scheiß große Gebäude da. Nee. Da ist aber das große Gebäude, das weiß ich. Aber er scheint auch da zu sein. Ach komm! Ich habe keinen Bock auf das große Gebäude! Ich hab das blöde Auto nie wieder gefunden. Das große Gebäude. Das große Gebäude ist so Käse. Ich wusste nicht, wo ich die. Wo du die scheiß was? Ich finde die Bleibbatterie und ich weiß nicht, wo ich die hinbringen musste. Ja, das ist irgendwie total kurios. Also die Kack. Die Map ist echt kacke. Ich hab Akani nur einmal gesehen, wo er mich denn gegessen hat. Mehr auch nicht. Also die ganze Zeit ich sag mal so, ich hab ihn dreimal gesehen. Das erste Mal ist er an mir vorbeigerannt. Das zweite Mal stand er vor mir, hat mich angeguckt, guckte weg, guckte mich an, guckte weg und ist weggerannt. Ich hab dich echt nicht. Du siehst nicht, das siehst du ja jetzt mal. Oh, viel Spaß, Daniel. Ich bin aus Busch da. Ich denk mir so, du hast mich nicht gesehen, ich bin ganz langsam rückwärts gegangen. Ja. Ich wusste, dass du irgendwo in dieser Scheißecke bist. Ich wusste, das Blätter ist in einem großen Gebäude die ganze Zeit irgendwo da. Weil ich mir andauernd gehört habe, aber ich da reinzukommen und da hochzukommen und dann reinzukommen und die richtige Etage zu finden, um diesen scheiß Fernseher oder Radio auszumachen. Oh. Du hast gemeckert über den Fernseher, das habe ich gehört und dann habe ich noch Radio platziert und so angemacht. Das, mehr, das siehst ich du nicht. Ich hab die ganze Zeit rumgequietscht. Wieso hast du rumgequietscht? Wenn du stirbst, bist du eine Maus und das Moos kannst du
Da war wieder im Gebäude. Ja, ja, ich hab dich versucht zu lotsen, als du den Aufweg gesucht hast. So. Ich hab versucht, dich zu lenken. Die saß genau neben mir. Also ah, das Geile ist ja, ich komm ums Eck. Nein, hier sitzt jemand. Geh weiter. Mensch, Esti. Ey, viel Spaß, das ist echt, boah. Wie gesagt, ich kenne Killer an sich ja schon. Ja, ich ja auch, aber es ist echt schwer. Ich habe versucht, mich zu verstecken vor dir, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Nee, nicht ganz. Oder wollen wir die anderen nochmal probieren? Die kannst du ruhig noch einmal probieren, ja, damit du noch weißt, wie es ist. Okay. Also ich glaube, wir müssen kein Auto suchen, sondern den Heli. Ja, hier ein Heli. Ja, ich glaube, in dem engen Gebäude ist oben ein Heli auf dem Dach. Ja, den hat er auch schon ein bisschen angefangen zu reparieren. Eine Autobleibbatterie. Tja. Ja, ich was soll ich dazu sagen? Ein bisschen mehr als 12 Volt. Dann wollte ich Arcani hier bei der Waffenkammer eigentlich in eine Falle locken, aber ich konnte nirgendwo die scheiß Falle aufbauen. Ich fand's immer genial, ich wusste genau, okay. Schätze, hab ich erwischt. Splatter ist irgendwo da. Wo du warst, wusste ich komischerweise, aber ich habe dich nie gesehen. Ja? Und dann sehe ich doch so einen kleinen Punkt. Okay, das muss Daniel sein. Geh zu diesem Punkt. Alles ruhig. Ich wusste genau, okay, das ist Daniel. Der hält jetzt den Atem an. Ja, kein Wuchs machen. Ja, kein Wuchs machen. Ja, kein Wuchs machen. Ich habe nicht mal den Atem angehalten. Ich habe mich so tot gelacht. Du vor mir stehst, ich so ganz langsam zurück. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ja, das ist halt Push to Talk, ne? Ja, wie gesagt, normalerweise brauchst du es ja nicht, aber wie gesagt, bei meinem spricht bei Jesse an, Jesse spricht bei mir an, selbst der Lüfter unten springt an. Ja, deswegen, ich werde Push to Talk auslassen. Bei euch beiden ist es okay. Das ist Splatter halt lässt auch Push to Talk aus. Ich werde es jetzt anmachen, das Tor senden anmachen, weil ich bin jetzt kein. Ja. Nee, ich werde es auf jeden Fall auch aus hinten anhaben, weil ist einfach das Weite, dann muss... Ja, alleine geht das, aber wenn du zu zweit in einem Raum bist, wo ja. Einer den anderen aktiviert, ist scheiße. Vor allem werde ich heute auch nicht mehr alt. Guck mal. Ich stelle nur ein Glas hin und das hört man. Ich darf halt kein Glas mehr abstellen. Festhalten in letzter Zeit. Ja. Und jetzt tippe ich. Das geht aber komischerweise nicht an. Bei mir geht's an. Nee, man hört bei Jesse. Ja, aber komischerweise springt Daniel seins auch an. Gut. So, viel Spaß, Daniel. Guten Tag. Na du Scheiße, man sieht ja gar nichts. Merkst du was, warum ich gesagt habe, das ist scheiße? Ja, also das ganze Zeug hier schweben.
Das ist doch mal, lass mich doch mal! Ich sehe nichts! Egal, Tschüssi! Ich hab echt nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen, ey. Dafür ich dich, ich hab dich uns relativ schnell wiedergefunden. Mann. Ja, das wundert mich auch. Der Papa hat das! Man eigentlich. Hallo. Yep. Was ist er denn? Ich glaube, er sitzt irgendwo oben. Ah.
Au. Wo ist er hin? Da. Das sind so viel da oben. Eigentlich. Ja. Wieso? Ich komm nicht hinterher! Ich bin klein! Ja, die haben mich auch schon ein paar Mal.
Ja. Aua. Ja, genau, Daniel. Das ist mir auch passiert. Yep. Oh. Ich fühle mit dir, mein Freund. Ich fühle so mit dir. Oh Mann. Ich fühle so mit dir, Daniel. Ich fühle so mit dir. Du siehst in den Gebäuden, außen ist kein Problem. Sobald du an den Rand kommst, siehst du gar nichts mehr, weil es ist sowieso stockdunkel. Ja. Und in den Gebäuden siehst du mit Fähigkeit weniger als ohne. Ja, ich fühle so mit dir. So, also, ich habe jetzt die Bleibatterie gefunden, ne? Die stand mir jetzt mitten im Weg. Wollte die hochbringen zu diesem scheiß Helikopter. Was braucht der? Metallschrott, einen Schlüssel und noch irgendwas anderes, aber keine Batterie. Ah, den Metallschrott hatte ich nämlich auch den jetzt irgendwo wieder hingelegt. Ich dachte, gut, Metallschrott, dass das viel drüber läuft. Vielleicht sich wundert wegen Geräuschen, aber. Ah, hast du mich eigentlich als Maus gesehen, Daniel? Ich war jetzt die letzten 10 Minuten bei dir. Ja, dich wollte ich eigentlich zum Camp nutzen. Du musst es doch eine Treppe nach oben geben. Du siehst sie aber nicht. Im Gebäude gibt es keine Treppe nach oben. Nein, das Einzige, wo du bei dem Gebäude nach oben kommst, ist von außen. Ja. Das eine hat eine Treppe nach oben, das andere hat keine. Das ist so bescheuert. Vor allem, wenn du dann noch ein Radio oder Fernseher hörst und denkst, boah. Ja. Das hat ja nur noch geklackert. Du hast zu viel Input auf einmal, dass du mich dreimal hintereinander direkt gefunden hast. Gut, Blätter. Viel Spaß. Wollen wir aber mal die anderen Map wieder machen, oder? Soll jeder mal im Winterland arbeiten? Jesse darf als Anfängerin die neue Map. Die alte Map. Wie gesagt, ich finde mich halt gar nicht zurecht. Willkommen im Club! Du, abgesehen von der Scheune gibt es eigentlich keine Gebäude mit mehreren Etagen, wo du nie hinkommst. Ja. Und die Gebäude sind gut beleuchtet, sag ich jetzt mal. Die findest du als Kreatur. Ja, ich geh mal schnell einen rauchen. Mach das. Ich finde mich trotzdem irgendwie nicht so ganz zurecht. Geantwortet. Alles wartet wieder aufs Blätter. Das sagt der Richtige, genau. Wie eingebunden? Ist doch alles in Ordnung bei dir? Ey Jungs, ich mache aber jetzt noch eine Runde und dann ist Schluss für mich, weil ich
schlafe gleich sonst im Sitzen ein. Ja, wenn Splitter mal bereit machen würde. Mach bereit.
Ah, du, irgendwas stimmt mit deinem Stream übrigens nicht. Du hast da immer noch... Oh, bist du hässlich. Du hast da immer noch Standbild, also... Erkunde mal ein bisschen die Map, ne? Was ist das denn hier? Ein Tor. Sag mal, siehst du nur mich eigentlich? Ich habe auch keinen anderen außer dich bis jetzt gesehen. Nee, das wollte ich nicht. Das will ich. Flashlight. Wo geht's denn hier eigentlich hoch? Hier geht's doch bestimmt nein. Wo geht's hier hoch? Ah, da geht's hoch. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie und was und wo. So. Ich gehe mal nach oben.
Wir müssen es doch irgendwo noch reingehen, oder nicht? Nö. Hi. Daddy Bear. Au. Wieso werde ich geblendet eigentlich? Ach, hier geht's. Ach, hier geht's doch runter. Willst du mich veräppeln? Guten Tag. Hey. Und dann kann ich hier. Ach du Scheiße. Boah, wenn du das nicht weißt. Das ist ein geiles Versteck, wenn du das nicht weißt, wie du da hinkommst. Kann man eigentlich... Nee, ne? Splatter, wo bist du? Ist da unten einer? Nö. Ah, hi! Komm mal her! Das ist so ein Versteck, das findest du nicht. Das ist richtig fies. Ja. Da kannst du rüber. Ah, das ist so mies. Vor allem hier da auf der Fensterbank. Und dann fällst du runter. Hammer, ne? Der war richtig mies. Hast du eigentlich nur mich bis jetzt gefunden? Ah. Man landet immer hier, ne? Hier ist ein Riesenstein. Oh, das meinst du schon wieder. Komisch. Ah, Jeffy, wo bist du? Jesse! Ich höre dich, wo bist du? Bei den Mauern. Ah, hi! Ich habe schon mal zwei von den Code-Dingern gefunden. Für die Waffenkammer. Schön. Boah, das geht eigentlich ja richtig bam. Die Kisten. Nö. Das ist ja richtig übel.
Kann man das irgendwie aufmachen hier? Ach, das ist der Code. Boah. Hey. Also ich hätte bis jetzt den Heli nicht gefunden. Ja, ich habe ihn auf dem Dach auch erst nicht gefunden, weil du hast zwei Heliplätze da oben drauf. Ich habe den Schlüssel gehabt und ich hatte den ersten Treibstoff. Bis zum Schluss habe ich nur Splatter die ganze Zeit gesehen, sonst keine. Ja, dann hätten wir alles gehabt, oder? Ja, natürlich, aber ich habe den Weg zum Heli nicht gefunden. Oh, auf dem Dach. Das ist echt schwierig, wenn du die Map nicht kennst. Ja. Hast du verloren das Kampf. So, Jesse. Wir ändern einmal Forest für dich. Dann ist das die letzte Runde für alle. Wenigstens eine. Ja. Dann sind wir einmal durch, dann ist das die allerletzte Runde. Muss morgen auch früh raus. Okay, ausnahmsweise. Yay! Ja. Ich kann morgen nicht so lange schlafen, weil sonst komme ich morgen Abend nicht ins Bett. Ja, bei uns ist um 11 Uhr Dynamit auf Rädern. Mal Dauerfunk an. Monster Truck Show. Oh. Mhm. Viel Spaß, Jesse. Oh, ich bin wie der Wind. Hallo. Hi. Du? Ich bin's, Stefan. Hallo. Du siehst echt wenig, ne? Ich sehe null. Ja, das ist hart. Du hast ja unten. Ja, du hast ja jetzt überall hier. Jetzt kriegst du gerade rotes Dings, ne, weil ich ja rede und laufe. Ja, ja. Genau. Und das sind deine Markierungen, um zu wissen, wo Leute sind. Wo Lärm herkommt. Da ist nochmal einer. Und das musst du immer als Indiz nehmen, um zu gucken, wo Leute sind. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Hey. Mit Q hat es einen schnellen Sprint. Aha. Und E macht deine Fähigkeit. Okay. Wenn ich jetzt F drücke, kann ich dich quasi töten. Dann packst du mich, genau. Ah, ich kann dich dann nochmal flashlighten und abhauen. Okay, da, darf ich mal aufhören? Ja, ja. Hi.
nicht mehr gefunden. Wer da? Wer da? Ach du schon wieder. Wer sonst? Ich komme damit nicht klar. Ich merk's. Ist auch schwer. Ist verdammt schwer. Ja, ich habe bis jetzt nur Dichtungsblätter gefunden. Hinter mir war irgendeiner. Da ist irgendeiner langgelaufen gerade. Ja, das war Splatter, den habe ich gehört. Ah. Ah, ich höre ihn auch. Splatter! Wo bist du? Steph? Ah, hi! Ich bin schon wieder in diesem Gebäude! Also irgendwie mag ich das Gebäude. Ich renne jetzt zu dem Gebäude da hinten. Kein Bock mehr. Daniel! Daniel! Oh, Billard! Oh, das nervt ja selbst mich. Oh. Ah, abschalten. Hi, Elite. Hallo, Elite. Ich hab mal für dich das Radio ausgemacht. Wo bist du? Ich war oben. Lust auf eine Runde Billard? Nee, geht nicht. Oh Gott! Ein Clown. Ach Mann, lass mich doch mal töten. Nein, nicht mich! Nimm deinen Mann! Den kenne ich nicht. Geht's euch gut? Ich hab den aber bis jetzt auch noch nicht gesehen. Danke. Ich Mann. Komm hier nicht klar. Da rennt jemand. Wer ist das? Splatter? Okay, Splatter. Wieso sehen wir uns eigentlich nur? Wo ist Daniel? Das Auto muss doch in die Richtung sein, laut Map. Komm mit, komm mit. Ich weiß, wo das Auto ist. Ich weiß, wo das Auto ist. In die Richtung. Ja. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich dich sehe, Daniel. Hallo, Schatz. Oh Gott, wo kommt das Vieh denn her? In der Stube komme ich her.
Meine Frau kommt genau in dem Moment rein. Lade dich jetzt lieber mal zum... Scheiße, echt gerade geht das Spiel neben dir? Ja. Nett. Ja. Wo? Ich war jetzt mal tschüss. Ja, ich komme. Das, wenn das Lied vorbei ist, kommt es nämlich. Ja, ich komme, mein Schatz. Ja. Meine Frau kommt jetzt im Radio. Das habe ich nicht gesagt, aber das Lied eventuell kommt jetzt. Nee, wahrscheinlich nicht, aber das Lied kommt jetzt, wenn es vorbei ist. Ja, ich komme. Ja. Bin gleich wieder da. Oh, Mann. Ja, nur zu geil. Was ist denn, Junge? Stefan ab? Ja, hast du. Geil. Ich sehe nur irgendwie so, oder? Draußen. Ich weiß nicht, ist Blätter dann noch gegangen, oder? Ja. Blätter sind auch draußen noch. Oh. Ja, zumindest habe ich einen Kill geholt. Yay! Nein. Du hast eigentlich alle drei Kills geholt. Du hättest mich zweimal killen können, Splatter zweimal killen. Nein, mich hätte sie nie killen können. Nein! War zu gut. Ja. Ich hatte einen Lebensvorrat an Batterien. Ich aber auch. Ich habe mich ja zweimal... Ich hatte sie nie immer gesehen, obwohl sie dreimal mir vorbeigelaufen. Vor allem, ihr habt euch zu dritt in dem Haus unterhalten, wo... Ich weiß gar nicht mehr, worum es darum ging. Da ging es auch schon darum, dass du mich noch nie gesehen hast. Ja. Immer Rätsel raus aus der Freude zur Scheune, njung, an mir vorbei. Hallo, Schatz. Oder eben, wie gesagt, in dem Raum mit dem Tischtennis. Tischtennis, sag ich mit dem Billardtisch. Ich hab dich echt nicht gesehen. Ich habe fast gar nichts gesehen. Wie geht's dir eigentlich? Dir stand an dem Tisch und ich so durchs Fenster reingeguckt. Hab ich gerade Nancy geratet, ne? Du hast Nancy geratet? Ja. Sehr schön. Das finde ich aber jetzt scheiße, ich wollte dich eigentlich raten. Macht nichts, weil ich jetzt auch Schluss mache. Und dann auch rate sie auch. Ja, und auch Nancy raten werde. Oh Mann, ey. Aber es nennt sie. Oh Mann. Ich wollte gerade 23.07 eingeben. Nein! Einfach nur 23. So. Geh drüber zu Nancy! Auf der PlayStation. Auf das PlayStation. Keine Ahnung, warum man PlayStation spielen muss. Ah, naja. Weil sie nichts anderes hat. Aber PlayStation? Bah! Wo spielt man Switch? Switch ist Kult? Nintendo? Hallo? Ist PlayStation auch? Nein. Nintendo, PlayStation. PlayStation gibt's schon so ewig. Der einzige Nachzügler, was eigentlich nicht Kult ist, ist Xbox. PlayStation gibt's nicht so lange wie Nintendo. So, wir sind aber dann jetzt raus, Steff. Jo, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So.
egal. Geht schon mal in die Nähe von der, von der Tür. So, das kann man wieder löschen. Ich werde auch. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Ja, gute Nacht. Wir hören uns. Ja, du sollst kurz bevor. Ja. Genau. So, okay. Ich bin dann noch aus. Ciao. Jo, ja, ciao. Weil jetzt nimmst du mich sowieso gleich. Komm, mach den Lino. Ja, jetzt kannst du. Und die heilt sich direkt da, wo der nicht. Egal. Geht raus. Raus mit den Fähigkeiten aus. Halt still. Ja. Ja, jetzt kommst du hier nicht raus. Eigentlich kann es dir uns doch egal sein. Ey, komm mal, geh mal den Arsch. Ja, komm mal aus. Raus mit den Fingern. Ihr seid so gehetzig, Alter. Das für diejenigen, die letzte Runde abgeschmiert hat, weißt du? Der hat die Oberhaut verdient. Ich bin so.
Du und ich, genau. Das sind drei Wörter, die nicht zusammenpassen. Ja, ihr müsst auch noch mal einmachen. Oh, Du bist hier. Mach das jetzt mal abnehmen. Nee. Ich weiß, aber trotzdem. Großeltern.